So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag in meinem Whisky-Tagebuch. Ja, es geht mal wieder um meine Lieblingsbrennerei. Und zwar in diesem Fall einen Bunahaven, der unabhängig abgefüllt wurde von Signatory Vintage in der Local Dealers Selection. Wir haben es hier mit einem, würde ich sagen, sehr modern gemachten Whisky zu tun. Er ist 13 Jahre alt, also sagen wir mal nach alten Maßstab nicht übermäßig alt. Er ist in Fassstärke abgefüllt, das sind 61,5%. Und er kommt aus einem First Fill Sherry Butt. Ja, warum ist das ein moderner Whisky? Ja, ich sag mal, Whisky erlebt in den letzten, ich würde schon fast sagen, im letzten Jahrzehnt, einen ziemlichen Boom. Dem sind wir uns sicherlich auch alle bewusst, das sehen wir auch auf YouTube und Co. Und dieser Boom hat dafür gesorgt, dass eigentlich so gut wie bei jeder Brennerei die Probleme da sind, richtig alte Whiskys abzufüllen. Ja? Man möchte den Boom mitnehmen, man möchte natürlich auch finanziell davon profitieren. Und das geht natürlich im ehesten dadurch, indem man einfach die Kapitalbindung verkürzt. Das heißt, man lässt den Whisky eben nicht 20, 25, 30 Jahre in seinem Lagerhaus liegen, sondern füllt ihn vielleicht schon nach 8, 10, 12, 14 Jahren ab. Und damit man ihn dann trotzdem relativ hochpreisig verkaufen kann, nun, dafür macht man Fassstärkeabfüllungen, dafür macht man First-Fill-Fässer. All das verdeckt so ein bisschen, dass der Whisky vielleicht noch nicht das richtige Alter hat, um eine Komplexität aus sich herauszubilden. Es verdeckt vielleicht auch ein bisschen junge Züge, die der Whisky haben könnte. Und ja, das ist im Grunde die Idee dahinter, würde ich mal behaupten. Es gibt da positive und negative Aspekte dran, meiner Meinung nach. Ich denke, was wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass das eine Sparte Whisky ist und trotzdem einfach auch neben diesem Hype auf First Fill Fässer und niedrige Age Statements mit Fassstärke, dass man neben all dem eben auch mal Sachen probiert, die aus diesem Muster rausfallen. Ein Beispiel dafür ist im Grunde die Standards. Bunahaven 18 Jahre beispielsweise, wo eben der Brennereicharakter stark neben dem Fasseinfluss und der Eiche durchkommt, oder allgemein die Standards, die nicht übermäßig mit First-Fill-Fässern zugeballert sind, die ein gewisses Alter noch mitbringen, die sollte man nicht vergessen und immer wieder mal probieren. Gut, aber heute geht es eben um einen modernen Whisky. Ich habe zur Abwechslung zwei Gläser hier stehen. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht so viel, weil ich bei den meisten Whiskys der Meinung bin, dass man ihn pur trinken sollte. Jetzt haben wir hier 61,5%, das ist natürlich schon eine Ansage. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich bin damals, als es um diese Local Dealer Selection ging, einfach ein bisschen spät mitbekommen. Und danach waren mir die Preise zu hoch. Jetzt habe ich eine Anbruchflasche bekommen. Für einen guten Preis eigentlich, da bin ich dann doch durchaus froh. Ich habe jetzt hier einmal verdünnt und einmal unverdünnt. Ich würde sagen, die verdünnte Variante wahrscheinlich so auf um die 50% runter verdünnt, vielleicht knapp drunter, sowas in der Richtung. Ich fange mit der Nase beim Unverdünnten an, schaue mir beide von der Nase her an und dann werde ich aber beim Trinken mit dem Verdünnten anfangen. Alkohol steigt schon kühlend in die Nase. Also er ist da präsent. Der Rest dahinter ist ziemlich verschlossen. Da ist so eine Toffee-Note drin für mich. Vielleicht so ein bisschen was von Rosine. Bunahaven-Charakter. Ja, hat so eine leichte Nussigkeit, aber diese typische starke Walnuss kriege ich jetzt gar nicht so. Dafür eher noch so ein bisschen malzige Getreidenoten. Was man jetzt klar sagen muss natürlich, ich habe letztens das Video gesehen von Peter von Whisky Turntable. Der hatte, glaube ich, den Glenlivet, den Diensten und den Bunahaven hier einmal gemeinsam vorgestellt. Ich glaube, ich verlinke euch das Video mal unten. Das ist schon ein bisschen älter, logischerweise.
Was ich da, ja, also bei ihm hatte der Bunnerhaven damals am schlechtesten abgeschnitten von den dreien. Er fand ihn relativ unharmonisch und fand, dass nicht so viel da war. Aber ich finde jetzt, also abgesehen davon, dass der Alkohol ein bisschen störend ist, dahinter diese süße dunklen Aromen eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Man weiß es natürlich nicht, was es für ein Sherry-Fass ist. Man weiß nur, dass es ein Sherry-Butt ist. Also wahrscheinlich wird es europäische Eiche sein. Ist anzunehmen. Ein bisschen Würze ist schon auch mit drin. Aber was der Peter in seinem Video gut gesagt hat, ist, wer jetzt hier beispielsweise maritime Noten erwartet. Also diese Whiskys von Signature Vintage, also es gibt ja unabhängige Abfüller, die zum Teil dann sozusagen die Fässer auch in den Lagerhäusern der Destillen, wo sie den Whisky herbekommen, mitlagern. Bei Signatory Vintage ist es aber so, dass die, meine ich, erstens haben sie selber noch Lagerhäuser und dann nutzen sie aber auch die Lagerhäuser von Edward Dürr, die auch zu denen gehören, für diese Whiskys. Das heißt, das ist ein Bunnerhaven, der im Grunde mit nahezu sicher eigentlich nicht an der Küste gelagert wurde. Das heißt, maritime Noten wissen wir hier wahrscheinlich nicht finden. Also ich hatte jetzt in der Nase auch keine. Schauen wir mal, wie es bei der verdünnten Version aussah. Okay. In der verdünnten Version kommt der Sherry jetzt staubiger und kräftiger nach vorne. Also eine starke Rosinennote. Eine stärkere Nussigkeit, die Süße ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Habe ich häufig, wenn ich Sachen runter verdünne, dass dann die Süße ein bisschen zurücktritt. Meistens Eiche und so lässt sich eigentlich nicht so in den Hintergrund drängen. Die Würze ist auch da. Er wirkt jetzt irgendwie älter, muss ich sagen, wenn verdünnt. Immer noch leicht kühlend in der Nase. Kann natürlich auch das Anis von europäischen Eichenfässern sein, aber es sind auch immer noch 50% Alkohol. Also kann auch der Alkohol liegen. Ich finde es eigentlich ganz schön, aber er ist schon relativ verschlossen. Also ich probiere jetzt mal einen Schluck und werde dann noch ein bisschen Wasser zu tun. Mal schauen, was passiert, wenn man richtig runter verdünnt. Also jetzt ist er auch so 50%. Farbe sollte ich wahrscheinlich schon eher den Unverdünnten. Ja, die Farbe vom Unverdünnten für einen 13-Jährigen ist natürlich geil. Braucht man nicht zu sagen. Klar, Fassstärke, 13 Jahre First Fill Fass, dass da eine gute Farbe rauskommt, ja, braucht man nicht drüber reden, ist ja klar. So. Sehr süß. Also, meine steht jetzt nicht drauf, ne? Aber ich würde es im ersten Moment sagen, auf jeden Fall Pilz. Also auf jeden Fall kein Oloroso. Dafür ist er nicht herbfruchtig genug. So ein richtig süßer, so eine richtig dunkle, kräftige Süße. So ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das schon mal gegessen hat, das ist in Österreich sehr, sehr typisch. Im Grunde so richtig, ja, Zwetschgenkompott ist ein bisschen irreführend, aber mir fällt es partout nicht ein, aber im Grunde ist es nichts anderes als eine Art Zwetschgenkompott, aber es wird immer weiter gehen gelassen, bis es im Grunde fast schon so dunkle, malzige, richtig zuckrig süße Aromen hat. Und auch mit diesen Gewürzen, die man dann gerne mal so mit dabei hat. So ein bisschen Sternanis. Ein bisschen, ganz bisschen Nelke. Aber man merkt auch so, wie soll ich sagen? Man merkt, dass der Sherry da richtig reingeprügelt wurde in diesen Whisky.
Also, das ist ein First for Fast, ist, glaube ich, wenn ich das probieren würde, würde ich sofort merken. Und wahrscheinlich, ich glaube, ist natürlich immer schwierig, ne? Aber jetzt, weil es wahrscheinlich auch weiß, würde ich jetzt sagen, ich würde auch drauf kommen, dass der nicht übermäßig alt ist. Weil der so. Hat so ein leicht belegendes, also jetzt überhaupt nicht jung, ich meine, mit 13 Jahren, der ist ja auch nicht jung, ne? Also, ich meine, er ist halt nicht übermäßig alt, aber er ist ein gut gereifter Whisky von der Zeit her. Aber er hat sowas, so einen belegenden, kräftigen Sherry-Einfluss, den ich häufig mit First Fill assoziiere. Ich verdünne ihn jetzt noch ein bisschen weiter runter. Wahrscheinlich so zwischen 35 und 40%. Also es gibt Whiskys, wo man das mal machen kann, finde ich. Wenn man merkt, okay, der Whisky ist nicht weg oder so, Alkohol ist immer noch präsent und alles, dann kann man ihn auch mal weiter runter verdünnen und mal schauen, was passiert. Jetzt ist die Nase sehr angenehm. Wird noch ein bisschen toffee-lastiger. Rosinen, jetzt ist so eine schöne Balance eigentlich zwischen der Süße und diesen Sherry-Einflüssen. Die Würze ist auch noch da. Also es ist jetzt nichts Neues hinzugekommen oder davon gegangen, aber die Balance zwischen Sherry und Süße variiert für mich so ein bisschen. Wobei, wenn es ein PX ist, kommt natürlich die Süße auch vom Sherry, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also jetzt schmeckt er total nach Zucker. Also zu Beginn so richtig pappsüß, wie so ein weiches Karamellbonbon. Dann wird es dunkler, geht es eher so in so einen malzigen, herberen, so ein bisschen lakritzartigen Zucker, sowas wie Muscovado. Und dann hinten so ein bisschen Eiche. Finde ich eigentlich ganz cool, weil es mal was ganz anderes ist, dass der so hart auf dieser unterschiedlichen Süße ist und jetzt im Grunde die Fruchtigkeit für mich fast verschwunden ist. Weiß ich aber nicht, ob er jetzt besser ist als vorher. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Also ich habe viel gelesen, kein Wasser und das macht ihn kaputt und so. Mal schauen, wenn ich jetzt pur probiere, vielleicht ist er so viel besser dann. Ja? Aber bisher ist von dem Eindruck, was ich jetzt hatte, ich fand eigentlich ganz interessant so. Gut, Geruch hatte ich euch ja vorher schon beschrieben. Der Alkohol verfliegt mit der Zeit ein bisschen. Also, man kriegt jetzt schon nicht mehr so deutlich in die Nase. Also, man kann den roh auf jeden Fall, also pur auf jeden Fall verriechen. Wenn man jetzt pur trinkt mit 61,5, muss man drüber reden, ob das sinnvoll ist. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch erst die verdünnten Versionen, einfach weil wir jetzt nicht erst den unverdünnten und dann ist alles zu damit und kriegt gar nichts mehr mit von den verdünnten Versionen. Also ich muss widersprechen. Also ich finde nicht, dass der Unterton besser ist. Ich verstehe jetzt absolut, was Peter meint mit unharmonisch. Der Alkohol prügelt da ein Aroma nach dem anderen mit an den Gaumen und es kommt immer ein schöner Schwall Alkohol mit. Also er wirkt auf jeden Fall alkoholisch. Ist er intensiver so? Ja, natürlich ist er intensiver, so braucht man nicht drüber reden. Mit 20% mehr Alkohol, als der jetzt wahrscheinlich im Moment hat, ist er natürlich intensiver. Aber ich finde ihn schöner verdünnt. Was ich sagen muss. Unverdünnt ist ja so ein typischer Whisky der heutigen Zeit. Ich finde, dass der es nicht nötig hat, in Fassstärke daherzukommen. Ich weiß, da werden mich jetzt Leute kreuzigen, aber wenn ich mir denke, dass diese Flasche hat, glaube ich, 90 Euro ursprünglich gekostet. Und wenn ich mir einfach denke, dass die jetzt einfach, sagen wir mal, 46, 48% abgefüllt wird und dann halt einfach mal 20 Euro runtergehen kann im Preis, für 60 Euro dann diese Flasche, ein First Fill Sherry Fass, 13-jähriger Bonahelben für 60 Euro. Oder 70, oder 60, 70 Euro, 60, 65 Euro. Wäre super. Ich meine, bei 90 Euro ist es ja auch nicht geblieben. Heute 140 Euro aufwärts, wenn man sie überhaupt noch findet, ist wirklich schwer.
Es sind auch nur 558 Flaschen rausgegangen. Also kannst du auch, ich muss sagen, ich glaube, steht es gar nicht explizit drauf, oder? Es steht nicht explizit drauf, dass es ein Single Cask ist. Hm. Aber ein Sherry Butt hat für gewöhnlich so um die 500 Liter Fassungsvermögen, plus minus um 50 Liter, je nachdem welche. Es gibt unterschiedliche, jede Cooperage definiert das so ein bisschen unterschiedlich zum Teil. Also 558 Flaschen, ja, dürfte ziemlich genau einfach ein Sherry Butt gewesen sein. Hm, ja, was ist jetzt mein Fazit? Also für 140 Euro plus, was er heute kostet, nö. Braucht man gar nicht drüber reden, also das ist ja nicht wert, absolut nicht. Für die 90 Euro, die er ursprünglich mal gekostet hat, ist ein schöner Whisky, wo man gut mit Wasser spielen kann, und auch sollte meiner Meinung nach, weil pur finde ich ihn, also ich probiere jetzt mal noch einen Schluck, aber... Nicht so schlimm wie der erste Schluck, aber es ist halt trotzdem so... Der Alkohol überschattet dann, finde ich, den Whisky. Also ich finde, Wasser kann man hier auf jeden Fall machen, sollte man vielleicht auch. Also ich auf jeden Fall werde ihn mit Wasser trinken. Welche Stufe Wasser, das ist dann, glaube ich, Geschmackssache. Also ich fand ihn auf beiden verdünnten Stufen sehr gut. Pur fand ich ihn einfach ein bisschen unharmonisch, da stimme ich wirklich Peter zu. Ich finde ihn dann unharmonisch, zu krass. Ja... Ich finde es ein cooler Whisky, weil es aus meiner Sicht das ist, was ein unabhängiger Abfüller auch machen sollte, so ein bisschen. Ja, sprich extrem Whisky rausbringen. Ne? Aber was ich klar sagen muss, ich glaube, der Bunnehaven hat aus dieser Reihe am meisten gekostet. Was ich mir jetzt von Bunnehaven eigentlich erhofft habe, war sozusagen, dass diesem First Fill Sherry Charakter so ein dieser Bunnehaven-Brennerei-Charakter entgegensteht, dass es eben nicht einfach nur pappsüß ist. Ich glaube, das passiert schon auch, aber ich würde nie drauf kommen, also ich könnte es einfach nicht sagen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, probier den Whisky und sag mir, was es für eine Brennerei ist, ich hätte keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich Bunnehaven erraten würde. Ihr wisst, ich habe viel Bunnehaven probiert, auch zum Teil hier schon. Ich finde, es ist ein interessanter Whisky mit vielen Möglichkeiten, was man mit Wasser machen kann, aber für mich ist es jetzt kein typischer Bunnehaven. Wenn ihr euch einen typischen Bunnehaven kaufen wollt, dann... Es gibt viele unabhängig abgefüllte Bunnehaven, die typisch sind für mich, was Bunnehaven angeht, aber das ist es nicht. Das hier ist ein... Ja, ist ein typischer Einhorn-Bunnehaven von einem unabhängigen Abfüller, der wenig mit der Brennerei zu tun hat, aber an und für sich ein interessanter Whisky ist. Und der Brennerei-Charakter, glaube ich, gibt diesem Whisky schon was, auch wenn er als solcher nicht so deutlich zutage tritt. Gut. Ich glaube, ich habe lang genug um die Sache rumgeredet. Wie gesagt, von Preis her muss ich sagen, für 90 Euro, denke ich, kann man drüber nachdenken, das ist okay. Das, was heute aufgerufen wird, 140 und mehr, je nachdem, wenn man die überhaupt noch findet, nein. Da gibt es bessere Whiskys dafür, definitiv. Ja. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.